Moin Leute, ich glaube, ich krieg Stresspickel überall. Hier und da und hier und ist ja unglaublich. Jetzt sehe ich auch alles erst beim Schneiden immer. Ganz komisch. Oh, es ist ja jetzt 6:40 Uhr. Ich muss gleich los, meine Tochter zur Schule bringen. Tut mir leid, dass der Vlog so spät kam, aber wie gesagt, wenn ich bis 23 Uhr arbeite, dann ist es halt so. Also. Das ist nicht böse gemeint. Boah, Himmels Willen. Jo, mal gucken, was heute so geht. Wir sind wahnsinnig schnell durchgekommen und wir sind zu früh da. So müssen wir noch ein paar Minuten warten. Die stehen auch schon alle vorm Schultor. Die dürfen noch nicht rein. Wieso bleiben die da nicht im Auto? Na, manche sind ja nicht mit Auto da. Ja, manche, aber. Na, viele bleiben ja im Auto sitzen. Wir steigen jetzt auch gleich aus. Oh. Wenn die Schule offen hat, steigen wir aus. Wenn die Schule offen hat, steigen wir aus. Los geht's. Geht ja schon gleich wieder los, volles Programm. Ein Auftrag, Hollandrad. Hinterer Trommelbremse ist kaputt, funktioniert überhaupt nicht mehr. Das zeige ich jetzt vielleicht eventuell mal ein bisschen länger, weil das könnte auch Leute interessieren. Irgendwas ist da drin kaputt. Hurra, hurra! Der Delinquent ist da! Delinquent! Oh Mensch! Oh, ist schwerer! Oh, Hollandräder! Mann, Mann! Okay, ich zeige euch kurz, worum es geht. Hier. Dieser Zug. Na, bremst doch. Ich glaube, ich werde den doch erstmal einstellen. Man kann ihn ja so ziehen. Das hat er gar nicht gesehen. Er meint ja, der zieht ja nicht mehr. Er hat ihn schon eingestellt. Ich zieh mal den Zug hin und schau mal, ob es funktioniert. Er meint, er hat alles schon probiert, es funktioniert nicht. Und jetzt sieht es gerade so aus, als wenn der Zug einfach nur locker ist. Ich demonstriere. Ich ziehe die Bremse. Ja, funktioniert schon irgendwie, ne? Aber hier, der ist ein bisschen fest. Das war ein schöner Hollandrad-Auftrag. Ja, gut, das war's. Ist erledigt. Funktioniert. Ich muss mal ganz kurz zeigen. Platter Reifen war das hier bei dem. Die Frage ist, hört man das nicht? Schaut euch mal an den Bremsbelag. Kommt doch das Metall schon durch. Und die Felge ist komplett kaputt geschreddert. Aber will er nicht. Ah, jetzt sind die Dinge, hier habe ich jeden Tag damit zu kämpfen, tatsächlich. Dass die Leute nur so ein bisschen wollen. Machen wir nur so ein bisschen. Da muss man sich echt irgendwie seinen eigenen Anspruch irgendwie so ein bisschen runterschrauben, weil ansonsten würde man sich an jedem Rad so wahrscheinlich tot reparieren. Was einfach nötig ist, notwendig ist. Egal, ich mache jetzt hier einen neuen Schlauch hin und das war's. Aus Steglitz bis hierher fahren mit dem Hinterrad und angezogener Bremse. Jetzt zeigt die Bremse ausjagen. Die Bremse war angezogen. Das muss man sich mal vorstellen. Er macht ja den Mantel kaputt hier ohne Ende. Und die Bremse war angezogen, also die war fest. Und wie ist er, wie hat er das gemacht? Kann mir doch nicht erzählen, kommst du ja nicht vorwärts. Was hat denn der für Waden? Ah, das wird jetzt gerichtet. Dann kann er wieder rollen, wird er sich wundern. Aber manche sind ja auch, ey, hören nicht auf ihr eigenes Fahrrad sozusagen. Na, der Kollege hatte Angst, dass ich ein gebrauchtes Hinterrad einbaue. Da braucht er keine Angst haben, das mache ich. Natürlich nicht. Zeigen wir mal hier, ne? Ja, neues Hinterrad. Schön die Ohr. Bessere Qualität auf alle Fälle mal als das, was drauf war. Das baue ich ihm jetzt ein. Und schwuppsiwupps ist er drin. Wunderbar. Weiter. Verrostete Schaltzüge. Verrostete Bremszüge. Abgefahrener Bremsbelag. Verrostete Gabel, die voll ist mit Wasser, keine Dichtung mehr. Moos am Steuersatz, Schaltzüge
ohne Funktion. Da gibt es viel zu tun. Mein Sohn ist da. Hurra, hurra. Die Lieferung ist endlich gekommen heute. Ist schon richtig spät jetzt. Jetzt baue ich neue Reifen auf der Klappi ruf. Weil die hatte ich nicht mehr da. Keine Klappradreifen mehr. Hm. Ja. Aber passiert ist bis jetzt nichts. Nichts Anspruchsvolles. Nichts, was man hätte zeigen können. Mein Sohn baut gerade die Radkästen ab. Von Hans seinem Hänger. Moped-Hänger. Weil das Moped ist zu schwer, schleift es an den Radkästen. Alles Schutzblech. Achtung! So. Das kannst du. So, jetzt nochmal. Ich sag mal so, heute jetzt auch wieder länger. Wie spät ist es jetzt? Schon halb zehn. 21:40. Ich bereite jetzt noch zwei Räder vor und dann machen wir Feierabend und ich schneide das. Ist was Aufregendes passiert heute? Hänger haben wir einfach nur die Schutzbleche hat Leon abgebaut. Müssen wir uns was einfallen lassen, weil der setzt ja immer noch auf. Also irgendwas mit der Federung muss man an dem Hänger machen. Das geht so nicht. Kann man, ist ja so nicht verarbeitet. Jetzt zieh dir die Reifen auf. Bei jeder Bodenwelle. So, nicht. Hier ist nichts. Das habe ich. Wo haben wir hier? Das 22. Da kommst du da klar, oder? So, Feierabend. Ciao. Ja.